Heute in diesem Tutorial gibt es rote Betersalat nach Oma Ernas Art. Bleibt dran! Hi, ihr wissbegierigen Köchlinge. Ich bin Christian und wir machen heute zusammen das Tutorial. Und in diesem Tutorial geht es um einen rote Betesalat. Ihr werdet sehen, das klingt relativ abschreckend, ist aber eine ganz einfache Sache, die ihr zu Hause gerne nachmachen könnt. Und damit gehen wir dann auch schon mal einfach zu den Zutaten. Und bevor ich es vergesse, im Hintergrund sitzen natürlich ja Markus und Daniel und die geben mir ein bisschen seelisch und moralischen Beistand. Aber jetzt die Zutaten. So, bei den Zutaten brauchen wir für einen Rote-Bete-Salat natürlich rote Beete. Da habe ich jetzt 450 Gramm in Würfel geschnitten und schon geschält. Die ist roh, weil wir den Salat mehr oder weniger kochen werden. Wenn ihr mit rote Beete arbeitet, empfehle ich euch, auf dem Brett etwas Backpapier zu legen, weil rote Beete sehr, sehr dolle färbt und ihr kriegt die Färbung nur mit Zitrone oder mit Essig weg. Und für eure Hände, das ist jetzt zwar nicht so schön, aber würde ich euch empfehlen, einfach einen puderfreien Latexhandschuh, Gummihandschuh zu nehmen. Dann habt ihr das nicht an den Händen und müsst Ewigkeiten mit Seife oder mit Zitronensäure hantieren, dann geht es ganz einfach weg. Weiter brauchen wir 125 Gramm Zwiebeln, die sind auch schon gewürfelt. Dann eine Knoblauchzehe, grob in Scheiben geschnitten, Zucker, Salz, Pfeffer, dann haben wir hier ein bisschen Kümmel kommt mit an den Salat und Essig. Und das war es jetzt auch eigentlich schon an dem Brett mit den Zutaten. Jetzt gehen wir einfach mal rüber an das andere Brett. Und hier seht ihr, haben wir schon aufgebaut einen Topf. Da macht ihr jetzt nichts weiter als schon mal die rote Beete rein. Das Ganze wird kalt angesetzt. Wir werden den Salat jetzt tatsächlich kochen und das macht die Sache halt relativ einfach. Also abgesehen jetzt von den Vorarbeiten. Aber wenn dann erstmal alles im Topf ist, geht es relativ schnell, zügig. Ne? Dann kommen die Zwiebelwürfel mit hinzu. Dann machen wir schon mal etwas Zucker mit rein. Da können wir ruhig ein ganz klein bisschen großzügiger sein, weil wir mit Essig arbeiten und beim Essig sei gesagt, fangt wirklich mit einem ganz kleinen Spritzer an. Dadurch, dass wir das jetzt kochen, reduziert die Flüssigkeit in dem Topf und wenn ihr dann einmal die Säure vom Essig extrem drin habt, ist es wirklich sehr, sehr schwer, diese Säure rauszukriegen. So, dann kommt noch die Knoblauchzehe mit hinzu. Na, wenn sie denn will. Ja, sie will. Dann machen wir schon mal Salz, Pfeffer. So, oh, gehen wir mal noch ein bisschen, ne? So, und dann machen wir den Kümmel. Der gibt dann halt noch so ein bisschen die besondere Note, weil das Rezept von einer Freundin von uns ist, ihre Oma. Oh Gott, das ist ein schwieriger Zusammenhang, aber die hat den Salat so gemacht. Und so wollten wir euch den präsentieren, weil es auch ein sehr, sehr altes Rezept ist. So, und dann kommen wir zum Essig. Wir haben jetzt hier Essig-Essenz und ich mache wirklich nur, das war es schon, das war wirklich ein halber Teelöffel, wenn nicht sogar ein bisschen weniger. So, und dann nehmen wir jetzt ganz einfach Wasser und wir werden jetzt einfach nur so viel auffüllen, bis die rote Beete bedeckt ist. Dadurch, deswegen rühren wir das jetzt einmal durch und gucken mal. Wir müssen es eh umrühren, dass es sich verteilt. Ja, ein bisschen geht noch. So. Genau, so sieht es ganz gut aus. Es riecht jetzt auch leicht nach Essig, aber ich denke, das wird sich mit dem Zucker gleich geben. Und dann braucht ihr jetzt nichts weitermachen, als einmal die ganze Sache zum Aufkochen zu bringen. Das sollte hier relativ schnell gehen. Und dann kommt eigentlich der langwierigste Teil. Dann sorgen wir dafür, dass die rote Beete gar wird. Und das kann, also je nach Schnittgröße oder nach Beschaffenheit der rote Beete, zwischen 30 und 50 Minuten dauern. Ihr könntet auch natürlich schon vorgekochte rote Beete nehmen, aber da habt ihr dann den Nachteil, dass ihr das Dressing nicht gleich mitgeliefert bekommt, sozusagen. So, wir warten mal ganz kurz. Ich werde vielleicht einmal das Wasser kurz kosten, ob da wirklich nicht zu viel Essig dran ist. Nö, schmeckt schön süß-sauer. Ihr könnt aber schon mal ein klein bisschen Salz nochmal nachgeben. Auch da seid ein bisschen vorsichtig. Wie gesagt, durch das Einreduzieren verstärken sich die Aromen nachher. Auch mit dem Kümmel lieber ein bisschen weniger. Und dann habt ihr nachher gleich ein schmackhaftes Dressing. Aber das zeige ich euch dann ganz zum Schluss. So.
Seite räumen. Ja, zur Rote Beete gibt es vielleicht noch zu sagen. Rote Beetezeit ist September, Oktober bis März. Aber bei uns ist es tatsächlich im Augenblick so, dass ihr Rote Beete ganzjährig kriegt, vakuumiert, vorgekocht, schon in Beuteln, in jedem Discounter, in jedem Supermarkt. Oder die eingeweckte Variante in Gläsern. Oder wenn ihr das so wie ganz früher macht, kocht ihr euch Rote Beete zur Rote Beetezeit und weckt euch die Sachen selber ein. Dann habt ihr das ganze Jahr Rote Beete verfügbar. Ne? Neben der Roten Beete wäre noch die Gelbe Beete zu erwähnen. Die ist dann halt tatsächlich gelb, die ist nicht rot. Und etwas milder im Geschmack. Würde sich aber für die Zubereitung für den Salat auch super machen. Haben wir jetzt leider nicht gekriegt. Deshalb zeigen wir euch das ganz klassisch mit einer Roten Beete. So. Gleich ist es einmal aufgekocht. Ihr seht schon, es fängt an zu blubbern. Dann werden wir jetzt schon mal den Deckel rauf machen. Geht das ein bisschen schneller. Und dann mache ich jetzt nichts weiter, wenn es einmal richtig aufkocht, dass ich den Herd ein bisschen runterdrehe und das relativ klein beim Kochen halte. Also nicht so wie alte Wäsche, wie wir in der Küche sagen, sondern halt ein bisschen gediegener kochen lasse. So, und da fängt es an zu blubbern. Dann drehe ich den Herd mal ein bisschen runter. Und wenn die Rote Beete fertig ist, zeige ich euch das gleich, wie man sieht, dass sie gar ist. Und wir sehen uns gleich. Gut, da sind wir wieder. Die Rote Beete hat jetzt so 25 Minuten gekocht bei der Stärke. Ihr seht es jetzt auch hier, wir lüften mal das Geheimnis mit meinem Deckel runter. Das hier im Prinzip kaum noch Flüssigkeit drin ist. Hier ganz, ganz unten im Topf, da ist noch Flüssigkeit und das ist gleichzeitig unser Dressing. Ich habe zwischendurch beim Kochen immer wieder mal umgerührt, weil natürlich die Gefahr besteht, wenn die Flüssigkeit rausgeht, dass die ganze Geschichte anbrennt. Von daher ruhig hin und wieder mal umrühren. So, jetzt zeige ich euch einfach mal, wenn ihr die Rote Beete, wenn sie gar ist, könnt ihr sie rausnehmen. Ich zeige das mal in die Kamera. Und dann könnt ihr ganz einfach, bisschen Druck, also nicht ganz so, aber sie ist weich, mit dem Messer durchgehen. Wenn die Rote Beete jetzt noch roh wäre, würde das nicht funktionieren. Ihr könnt sie einfach durchschneiden. Ne? Dann werden wir auch gleich dieses Angeschnittene mal probieren. Und stellen fest, dass ein bisschen Essig fehlt. Aber das ist halt nicht schlimm, weil jetzt könnt ihr gerne noch Essig mit zugeben. Ich verzichte drauf. Lasst es vielleicht beim ersten Mal auch so. Macht dann halt beim nächsten Ansatz ein bisschen mehr Essig mit rein. Das Einzige, was wir jetzt noch mitzumachen, was ich vorhin vergessen habe anzusagen, ist ein ganz, ganz klein bisschen Pflanzenöl. Da machen wir einfach ein bisschen mit dran. Dann kriegt das Glanz und dann hat es auch mehr was von einem Salat. Dann rühren wir das Ganze um. Und dann braucht ihr jetzt auch nichts weiter machen, als die ganze Geschichte auskühlen zu lassen. Und somit habt ihr einen wundervollen, selbstgemachten Rote-Bete-Salat. Ihr seht, es war absolut einfach. Das kann jeder zu Hause machen. Und was wir mit dem Rote-Bete-Salat noch so vorhaben, das seht ihr nächste Woche in unserem Kochcast. Und mit den Worten sage ich bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr auch dieses Tutorial hilfreich fandet, lasst uns doch gern einen Daumen hoch da. Und wenn ihr die nächste Folge mit uns gemeinsam kochen wollt, schaut doch auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Da posten wir morgen eine passende Einkaufsliste. Alle Folgen und Einkaufslisten findet ihr jetzt auch auf unserer Website jederkocht.de. Hier auf der rechten Seite könnt ihr noch auf unser neuestes Video klicken und darunter auf unser Logo, um diesen Kanal zu abonnieren. Wir wünschen euch einen guten Appetit und wie immer, macht's nicht gut, macht's lecker.